Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Alles in bester Ordnung. Ein neuer Film mit unter anderem Corinna Harfouch. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Sie sind wie eine Burg. Könnte sein. Jeder, der kommt, ist ein Feind. Auch wenn es vielleicht nur ein Händler ist. Oder ein Minnesänger. Ich werde jetzt sehr unhöflich sein und werde sie hier alleine sitzen lassen, ja? Storytechnisch geht es um Marlene, die lebt sehr zurückgezogen und kann aber nichts wegschmeißen. Dementsprechend hat sie zu Hause alles vollgestellt mit Sachen, von denen sie sich einfach nicht trennen kann. Durch einen Zufall trifft sie dann auf Finn. Der ist kurzzeitig in der Stadt wegen eines Jobs und ist über ihr eingezogen. Doch ja, in der Wohnung gibt es ein bisschen Probleme mit einem Wasserschaden. Dementsprechend muss er eine Bleibe suchen und ja, über Umwege landet er dann eben bei Marlene in der Wohnung. Und ja, so beginnt eine Art Buddy-Komödie, die eine sehr widerwillige Beziehung hier beschreibt. Und das ist sehr lustig, sehr skurril an einigen Stellen, aber hat auch einige ernstere Töne. Dementsprechend ja, versuchen die beiden dann irgendwie mit ihren beiden etwas schwierigeren Situationen klarzukommen und sich gegenseitig so zu helfen. Storytechnisch ist das schön erzählt. Der Film könnte vielleicht insgesamt von der Länge her ein bisschen kürzer sein, weil er so im letzten Drittel ein bisschen schwächelt. Aber sonst ist er insgesamt von dem, was er erzählen möchte und ja, von den einzelnen Figuren, wie sie ausgearbeitet werden, sehr schön, unterhaltsam, hat mir sehr Spaß gemacht. Aber er ist eben an einigen Stellen auch, vor allem kommt man super schwer in den Film rein. Der ist ja sehr unvermittelt und denkt, okay, wo will der denn jetzt genau hin? Dementsprechend da 3 von 5 Punkten, aber trotzdem solide erzählt. Weiter geht's zum Schauspiel. Da muss ich sagen, Corinna Harfouch ist relativ gut besetzt hier, denn sie hat hier so eine Figur, die so etwas skurriler ist wie in ihren anderen Rollen auch. Und dann so nach und nach merkt man, dass sie vielleicht doch etwas aufblühen kann. Und das spielt sie relativ oft und das passt hier ebenfalls sehr, sehr gut rein. Auf der anderen Seite haben wir als Finne Daniel Stresser. Der macht ebenfalls einen guten Job. Insgesamt ist der Cast mit einigen bekannten Leuten solide besetzt. 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zur Technik. Da ist der Film insgesamt okay. Er macht jetzt relativ wenig besonders, bis auf eine einzige Sache, nämlich die Ausstattung. Die mussten hier eine Wohnung mit gefühlt Millionen Artikeln ausstatten, um die irgendwie so voll wirken zu lassen. Also da wirklich fürs Production Design echt Hut ab. Das ist richtig vollgestellt, aber auch richtig gut eingerichtet an einigen Stellen. Und ja, immer mit vielen kleinen Details, hat mir gut gefallen. Insgesamt aber solide 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Alles in bester Ordnung ist ein Film, der etwas schleppend beginnt, dann einen guten, interessanten Mittelteil hat und am Ende etwas schwächelt. Aber sonst insgesamt von der Erzählweise her muss ich sagen, ich finde die Figuren interessant, ich finde die Thematik gut und der Film lässt sich manchmal auch ein bisschen zu viel Zeit, aber an anderen Stellen ist er auch wieder schön on point. Dementsprechend kann man sich den im Kino auf jeden Fall anschauen, wenn man sich auf die leichten Punkte hier, wo es etwas schleppend verläuft, einlassen kann. Klare Empfehlung meinerseits, 3 von 5 Punkten, insgesamt 12 von 20 Punkten. Guter Film geworden, den man sich auf jeden Fall im Kino anschauen kann. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!